21. Tongala des SC Berlin steht unter dem Motto Das bunte Leben. Mehr als 130 Athleten vom Turnkind bis zum Spitzensportler verzaubern das Sportforum mit Artistik jenseits von Wettkampfnormen. Hier kann sich der Nachwuchs in vorweihnachtlicher Atmosphäre einem großen Publikum präsentieren und die Stars zeigen Turnen auf Weltklasseniveau. So wird in der Sportfamilie SC Berlin die Faszination für den Turnsport von einer Generation an die nächste weitergereicht. Wir sind ja ein Verein, der sich dem Leistungssport verschrieben hat, aber natürlich auch Breitensport macht. Ohne Breitensport und ohne eine Pyramide aufzubauen, kann man keinen Leistungssport entwickeln. Und die Jungen gucken natürlich auf die Alten, in Anführungsstrichelchen, die schon etwas erreicht haben, Wettkämpfe bestritten haben und freuen sich, dass man so ein Ziel vor den Augen hat. Ein großes Ziel vor Augen haben auch die Nachwuchsathleten, die ihr Können in der Parade der Meister demonstrieren. Einer von ihnen ist der 14-jährige Nils Matacke. Der Sohn von Ex-FC Union-Fußballprofi Enika Matacke ist einer der Nachwuchshoffnungen im SCB und froh, dass er hier gemeinsam mit seinen Vorbildern trainieren kann. Im Training kann man sich immer wieder was abgucken von den größeren Techniken, weil die machen das ja nun besser. Genau hingucken können die Meisterjunioren dann im zweiten Teil der Gala. In der Meisterklasse der Senioren zeigen Stars wie Lukas Dauser, Michel Timm oder Philipp Herder Turnen auf internationalem Top-Niveau. SC Berlin Eigengewächs Philipp Herder kann sich aber noch genau daran erinnern, wie ihn die Darbietungen bei der Turngala als kleinen Knirps fasziniert haben. Na, ich weiß noch, wie ich damals als kleiner Turner hier zu den Größeren aufgeblickt habe, geguckt habe, natürlich, was machen die alles? Wow, super, sowas will ich auch mal können. Und wie schon gesagt, ich versuche natürlich die Kleinen dafür auch zu begeistern, dass sie genauso wie ich damals aufstreben zu höheren Erfolgen. Wer im Sport zu höheren Erfolgen strebt, ist beim SC Berlin bestens aufgehoben. Bei der Tongala geht es aber vor allem um eines, sich von der Faszination Tonsport verzaubern zu lassen.